Und damit herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Legion hier auf dem sehr schönen Kanal, wenn den manche schön finden noch nach der Zeit, wo wir schon hier spielen, wo noch mit Sicherheit keiner mehr zuschaut. Aber egal, irgendwer wird mit Sicherheit zuschauen, gerade hallo an die, die noch zuschauen. So, ich habe übrigens mal in Grafikeinstellungen, bin ich jetzt mal bei DLSS von Ultraleistung auf ausgeglichen gegangen. Und habe gesehen, dass das noch einigermaßen gut läuft hier, weil ich noch mit einem sehr alten Prozessor rumgurke. Wenn es interessiert, der 8700K auf einer 3090 fällt sich nicht so gut zusammen, ja. Aber 64 GB Arbeitsspeicher, die sind relativ neu, die funktionieren noch. Aber die anderen Sachen, die neuen, liegen noch bei Alternate, neues Mainboard-Prozessor. So, kleine Backstory nebenbei. So, wir haben schon was auf der Karte. Welche Richtung war das denn? Ich weiß es nicht. Hier unten, da, hier. Jagd auf Zero Day, MI6 Datenserver, das ist mit Sicherheit überhaupt nicht schwer. Deswegen würde ich, mir fällt gerade noch was ein, was ich vorher machen wollte, guck mal hier. Ich wollte gerne mal hier den hier, den wollte ich mal hier, kann ich ihn das verfolgen, so. Und jetzt auf der Karte, wo ist das? Das ist hier oben. Dann würde ich das hier nämlich gerne mal vorher machen. Dann nehme ich so eine geil schallgedämpfte... Ich weiß nicht mehr, welche Pistole das war. Und er hat einen geilen Anzug, so. So, war das Taxi. Von alle autonom, da können wir ruhig mal einsteigen. So. Klappt ja gut. Ja, ich muss erstmal ein bisschen in die Steuerung wieder reinkommen. Ja, bitte nicht wundern. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal. So. Können ich wieder diese geile klassische Musik reinmachen? Nein, will ich nicht. Nein. Egal, das ist entspannt, das nehmen wir. So. Das ist viel schöner. So. Ich finde, die Grafik sieht auch noch mal ein bisschen geiler aus als vorher, wo wir noch auf Ultra-Leistung gestellt hatten. Jetzt sind wir ja auch ausgeglichen, habe ich eben schon gesagt. Das sieht schon auf jeden Fall sehr viel besser aus, wie ich finde. Es stand noch dabei, dass das für 8K eher gedacht ist, dieses Ultra-Leistungsding. Aber es lief noch flüssiger als vorher. Wenn das hier 4K nativ rendert mit dem alten Prozessor, da kannst du vergessen. So. Dann fahren wir ja mal links. Wo willst du hin? Ja, ich steuere immer noch mit Tastatur und Maus. Ich hoffe, manche können es mir nachsehen, wenn ich immer noch so Auto fahre. Ich habe keinen Bock mehr zu wechseln. So dynamisch bin ich nicht. Aber ich fahre relativ gut. So wie ich bis jetzt mal gefahren bin, ist das gut. Das können manche, die schon die ganze Zeit zuschauen, mit sicher bestätigen. So. Wir halten einmal an. Hier ist ein guter Parkplatz. Die Koordinaten weisen zu einem Server in der Nähe. Die Datei, von der unser Freund sprach, muss darauf gespeichert sein. Ja. Okay, verstanden. Und wenn ich hier durchgehe, ist schon direkt tot, ne? Ja. Dann... Wo geht's denn überhaupt rein? Hier vorne mit Sicherheit, oder? Kommen wir hier durch? Nein. Klappt ja gut. Nicht einfach durch den Zaun durch. Das ist ja kein richtiger Zaun eigentlich. Diese Stadt war einmal so schön. Ah, hier vorne. Hier. Ist hier wer drin, ne? Ich reiß dich in Stücke. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ach, da ist eine Kamera. Ah, hier kann ich deaktivieren. Guck mal. So. C war das, ne? Ja, okay. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Nicht tödlich. Ja, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz den Agenten wechseln. Das wollte ich nicht. Escape. Gibt's Sinn. So, warte. Der ist noch eine halbe Stunde weg. Das ist sehr schade. Den hätte ich nämlich gerne wieder. Nagelpistole ist schon geil. Ein Granatwerfer wäre für die Drohnen halt ganz geil, ne? Gut, die kann nix. Leichtes Maschinengewehr. Mhm. Nahkampfwaffe haben wir auch. Ich würde sagen, die AK-47, vollautomatisch auch, ne? Deswegen würde ich sagen, jetzt kann ich G drücken.
So. Escape muss man immer 1000 Mal drücken. Beim zweiten Mal geht's dann immer. So. Okay. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Ausgezeichnet. Die kommt hier rum. Ich würde gerne mal ganz kurz hier auf das hier wechseln. Ausschwärmen! Fängt ja gut an. Zwei Personen kommen! Meldet euch! Da ist noch eine Drohne, die kommt glaube ich zuerst hier hin, ne? Ah, da, ja. Das ist gerade nicht so optimal hier. Viel zu lahmarschig. Fang ich mich schon down. Fuck, ich hasse das. Geh doch da durch, Junge! Oh. Wie nervig das immer ist. Okay, weißt du was? Möglicherweise bewaffnet und gefährdet. Alter, was geht? Das Ziel ist bewaffnet. Vorsicht ist gewohnt. Ja, Junge, wie viel hält denn dieses Scheißding aus? Ich muss mal ganz kurz hier weg, warte mal. Junge. Ich find's auch gut, dass sie überhaupt nicht übertreiben erstmal. Fuck, hier bin ich auch in Sicherheit bereit. Oh, Alter, diese Scheißdinger! Verpiss dich. So. So sieht's aus. Oh, ist das nervig. Ich verfolge die Zielperson. Sind die hier drinne? Ja, ne? Stopp! Sag mal. Schüsse! Da! Ciao. Ja gut, so gut versteckt bin, ist man hier drinne auch nicht. So. Ich bin aus der Steuerung raus, aus dem Spiel, kann man das so sagen? Ja, danke, dass ich so viel sehe. Ich kann hier. Wir benötigen weitere Streifen zur Unterstützung. Ende. Ernsthaft. Zentrale, wir sind noch am Ziel dran. Ende. Soll ich mal kurz wegfahren erstmal? Sag mal, wie fährt denn der? Kein Wunder, dass die Hände auch noch überholen müssen. Ich sehe nichts. Sag mal, okay, ich glaube, ich muss hier weg. Bin bereit, das Ziel zu stoppen. Ich muss ja erstmal irgendwie weg, sonst bin ich gleich down. Warte mal. Erstmal das Ding hier wieder außer Hand. Ich müsste mal irgendwie ein Auto haben, aber komischerweise sind hier gerade keine. Großer Zufall auch, ne? Oh ne, da ist so eine Hupendrohne da vorne. Wir setzen der Verfolgungsjagd ein Ende. Ich fahre hier weg. So. Warte. Entschuldigung, ich muss hier mal ganz kurz durch. Als ob die näher kommen da hinten, das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Starten taktisches Rammmanöver. Taktisches Rammmanöver, gut, ansonsten. Wir leben in modernen Zeiten. Drohnen, Roboter, Computersteuerung, alles hat seinen Platz. Aber auch die Menschen. Und dieser Platz sind wir. Denn wenn sie Hilfe brauchen, zählt das Menschliche. Keine Roboter, keine Soldaten. Einfach Menschen wie sie. Metropolitan Police. Menschen für Menschen. So. Hier. So. Hätte ich von Anfang an machen sollen, wenn ich so viel Zeit verschwendet. Aber egal. So.
Entschuldigung. Ich muss ein bisschen schneller machen, wir haben gerade Zeit verloren. Weil das Spiel wieder nicht, überhaupt nicht übertrieben gehandelt hat. So. Ich glaube, nach dem Day One Patch habe ich auch noch kein Update wieder draufgehauen. So, natürlich ist es wieder aktiviert. Unnötig nervig. So. Ciao. Wäre auch so einfach, wenn es direkt gehen würde. So. Okay, warte. Ja, Alter, ey. Das ist doch nicht normal. Wieder so ein Hurending hier, ey. Wie viel denn noch? Ich fasse es ja nicht. Da oben ist doch auf, ey. Wieso wird der nicht markiert? Fuck, jetzt fliegt's weg. Ach, hier ist noch ein. Finden wir das Arschloch! Nein, ich hab keine mehr! Packen wir zusammen! Ich brauche Deckung! Weiter! Oh, wenn jetzt noch so eine Drohne kommt, dann dreh ich mal. Oh, unter Beschuss! Da ist noch ein. Hau ab! Die immer so nach oben zieht, diese 47. Geh endlich drauf, Mensch. Also. So, warum denn nicht gleich? Dass diese Dinger auch so schwer kaputt zu machen sind. Hier. Mistviech, ey. Hau ab, Mensch! Oh, jetzt lauf doch! Was ist daran so schwer, ey? Dass er immer so schwergängig da wegläuft. Hallo? Was war das denn da rechts? Das sah ein bisschen witzig aus. Macht denn er da oben? Guck mal. Ach was. Diese 47, die streut halt auch wie Scheiße, ne? Da ist es. Hier kannst du dich reinhacken. Schüsse! Ich bin unter Beschuss. Ach was. Steht noch wer? Ha? Wieso schreien die eigentlich immer, wenn sie so fetten Kopfschuss im Gesicht haben? So, das waren jetzt aber alle, ne? Ah ja. Mhm. Wie eigentlich hier, glaube ich, ne? Ja. Funktioniert, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Oh, das ist hilfreich hier. So. So. Gar nichts. Finde ich auch gut. So.
Ja, Technik, die begeistert hier. Man könnte behaupten, man näht's in Deutschland runter. Ja, was habt ihr heute noch so vor? Also... Was gibt es, Bagley? Noch mehr GPS-Koordinaten. Anscheinend sind wir auf Schnitzeljagd. Die Chancen stehen gut, dass wir irgendwann eine Leiche finden. Interessant. Markiere den Ort auf meiner Karte. Hier. So, das Ding stecke ich mal wieder weg. Das ist ein schönes Auto hier. F ist Rückansicht. Oh, geil. Weiß ich das auch mal. So. Entschuldigung. Das stand da im Weg, das musste mal weg. So unübersichtlich wie das hier oben. Ja. Oh, ein weiterer Ritt über die Tower Bridge. Weiter geht's. Was eigentlich noch? Ameda noch. Nein, ich wollte nicht Gas geben. Nicht halb so wild. Nichts passiert. Nichts passiert. So. Alles klar. So. Ich bin da. Berichtigung, du bist fast da. Die genauen Koordinaten weisen zu einer Stelle auf dem Dach. Echt jetzt? Nee. Na los, hoch mit dir. Kalt, scheiß Mann. Außer Reichweite. Ah, hier. Schade, ich hatte gedacht, es geht auch so. Okay. Komme ich hier? Naja, damit mit Sicherheit nicht. Weißt du was? Wir können es uns auch einfacher machen, indem wir einfach das hier machen. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Wenn du das sagst. Klar, Mann. Worum geht's? Darum. Ah, da ist es schon. Oh, das war ein bisschen gut. Achso, da unten. Was machst du da oben? Achten Sie. So. Seien Sie unterwegs vorsichtig. Die Gefahr durch Terrorangriffe ist allgegenwärtig. Moin. Wo bleibt ihr denn? Derzeck, habe ich recht? Ich muss sagen, mir gefällt eure Arbeit. Sagst du mir, warum wir hier oben sind? Entschuldige den Aufwand. Ich musste wissen, ob ihr es wirklich drauf habt oder ob ihr nur so tut. Und? Euer Team hat mich beeindruckt. Ich möchte beitreten und London zurückerobern, wenn ihr mich aufnehmt. Fantastisch. Willkommen bei Derzeck. Im Hintergrund hat gerade was gefehlt, kann das sein? So, okay. Dann.
Das wäre jetzt witzig gewesen. Wie viel Schuss hat das Ding eigentlich? Das würde mich immer interessieren. Schön, dass noch jemand aufgewacht ist und für das Richtige einstehen will. Danke. Ich werde überall, wo es nötig ist, für wahre Gerechtigkeit sorgen. Fantastisch. Ja. 187, das finde ich... Oh. Versteckte Raketenwerfer. Ach, Tantas Auto. Alles klar, voll geil. Also das hier. Blockiere die Waffen aller Gegner in der... Oh, Alter, mega. Okay, zurück zur Hauptmission. Da. Sirs. Wir müssen jetzt Sirs. Okay, Entschuldigung. Ach nee, ist die Stadtgrenze mit Sicherheit, ne? Hier. Dann. Wollen wir mal Spion-Auto holen? Oder hat das eine einen Cooldown? Oh geil, was ist das für einer? Sieht aus wie... Vom Zeichen her würde ich sagen, ist, ist ein Marken. Oder? DB5 auf jeden Fall nicht, das sieht anders aus. So. Fährt sich auf jeden Fall anders. Man hört doch, glaube ich, ein bisschen, dass er fast das Bodenblech durchdrückt beim Schalten, ne? 1,5 Milliarden Fahrgäste pro Jahr. Auf über 450 Kilometern Streckennetz. 25.000 Kameras und 3.500 Sicherheitsbarrieren. Um 200 Kilometer Tunnelstrecke zu schützen. Aber wir sind mehr als nur Zahlen. Wir sind bewährt. Wir sind zuverlässig. Wir sind sicher. London Underground. Wir bringen unsere Fahrgäste seit 1863 sicher ans Ziel. So. Finde ich gut. Ja, renne Richtung Straße. Ergibt Sinn, ja. Da ist ja auch nicht besser mit drin. Break and left. So klappt das. Oh Gott, da war was im Weg. Die Maus ein bisschen nach rechts setzen. So, ist schön. Okay. Oh Gott! Gegabt. Oh. Schaden? Ja. Frag mal hier, ne? Glaub mir, das wäre keiner. So. Das ist das alte MI6-Gebäude, einer der bekanntesten Geheimdienste der Welt. Jetzt, dank des SIRS, nur noch das dunkle Herz jedes Geheimplans und jedes Coups in ganz Europa. Also eigentlich kein großer Unterschied. Huch. Na dann. Habe ich mich da eingelassen? Barclay, jag ihm keine Angst ein. Du musst nur den Hauptserverraum finden und uns verbinden. Ach, das ist die Tür. Wir erledigen den Rest. Du schaffst das schon. Oh! Das Gute ist, das hört keiner. Das kann nur wer sehen. Sie ist ganz still. Denk nicht mal daran. Geh nicht da durch, Mensch! Nicht da durchgehen! Jetzt, na endlich. Meine Güte. Ja. Oh Gott. Hier auch.
nochmal. Alter, ja, das ist ein bisschen weit. Weißt du was, ich gehe einfach rein, ist mir egal. Alarm, ich wiederhole, Alarm. Standort gesendet. Brauchen einen 1013. Durchsuche Gebiet, in dem Alarm ausgelöst wurde. Sie weg hier. Könnt ihr vielleicht noch helfen? Ich sollte wohl weiter suchen. Was machst du denn? Mal. Ich wollte gerade sagen, da war eine Alpha-Wand. Oh, kommt jetzt keiner runter. Alles okay, ich versuch's woanders. Das wollte ich. Scheiß drauf, ich hol meine Waffe. Da. Die hat das gar nicht gemerkt, okay. Von anderen haben sie auch keiner geschossen. Können, ne? So, hier durch. Was ist das hier? Achso. War nicht gerade was? Sah gerade irgendwie so aus. Dann wohl. Na toll. Ist die nicht schon auf der Karte? Okay, ja, da unten. Irgendwer sieht mich. Oh. Sag mal. Irgendwas geht jetzt die Tür auf. Komm zurück. Ich schieße mir. Was soll denn das? Hallo. Kann ich nicht drauf schießen? Jetzt. Ich habe befürchtet, dass wir uns mal über den Weg laufen. Mal hier raus. Holen wir uns die Ratte. Da komm schon. Suche initiieren. Hier drinne glaube ich eher nicht. Ne? Uah. So. War nicht gerade wer drinne? Ich dachte, hier wäre wer drin. Verschwunden! Wir müssen uns neu formieren! Sag mal, wieso kann ich denn nicht?